Hallo und herzlich willkommen zu Open Shutdown. Das ist die neue digitale Diskussionsreihe, in der wir uns ganz ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Krise unterhalten wollen. Ja, diese Krise, die hat uns alle getroffen, den einen mehr, den anderen weniger, egal wo, ob im Job, in der Freizeit oder im Alltag. Corona hat vieles verändert, auch hier im Opernhaus. Wir sind hier auf einer Bühne, auf der normalerweise gespielt wird, getanzt wird, aber auch gesungen wird. Heute wird hier sehr viel geredet werden. Open Shutdown ist eine Gemeinschaftsproduktion des Staatstheaters Nürnberg, der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks. Gemeinsam wollen wir als Qualitätsmedien fundiert, kontrovers und vor allem auch sehr ausführlich über verschiedene Themen, die Corona betreffen, sprechen mit ganz unterschiedlichen Experten. In Zeiten von Fake News ist das ja besonders wichtig. Mein Name ist Julia Büchler, ich moderiere verschiedene aktuelle Formate im BR und auch in der ARD. Heute geht es hier ein bisschen um die Zukunft, nämlich um die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft. Wir schauen aber auch in die Vergangenheit. Auch da gab es ja schon verschiedene Pandemien und vielleicht können wir daraus ja auch ein bisschen was lernen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dieter Kempf. Er ist Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Herzlich willkommen. Sie vertreten ja 40 Branchenverbände. Insgesamt sind es 8 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Der Hauptsitz des Verbandes ist in Berlin. Aber Sie hatten trotzdem einen ganz kurzen Anfahrtsweg. Ja, ich bin Nürnberger, seit ungefähr 28 Jahren zugezogen aus München und geblieben offenbar. Sehr schön, dann fühlen Sie sich offenbar wohl hier in Franken, hier in Nürnberg. Unser zweiter Gast, der hatte es auch nur ein bisschen weiter. Er kommt aus Erlangen, Herr Professor Karl-Heinz Leven. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Erlangen-Nürnberg. Also ein Medizinhistoriker, der sich auch mit Pandemien in der Vergangenheit beschäftigt. Und Herr Professor Leven ist auch Mitglied der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften, die auch die Bundesregierung berät. Schön, dass Sie beide da sind. Wir sitzen in ausreichendem Abstand zueinander. Das heißt, wir müssen keine Maske tragen. Handys sind aus. Haben Sie sich eigentlich schon die App runtergeladen, die Corona-App, Herr Professor Leven? Also die Nachrichten gestern waren ja sehr vielversprechend. Die Politiker, die Hersteller und der Chaos Computer Club haben das Produkt ja einhellig gelobt. Das gibt mir Hoffnung, dass es sich da tatsächlich um ein praktisches Instrument handeln wird. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Also noch keine App auf Ihrem Handy zu sehen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, das ist für jemanden wie mich, der Sie jetzt wochenlang gefordert hat, natürlich ein Muss gewesen. Ich habe es entgegen vieler anderer offenbar auch gefunden. Also ich habe es auf meinen Smartphones installiert. Mhm. Vielleicht ist ja diese Corona-Krise auch eine Chance, gerade in dem Punkt Digitalisierung. In Deutschland hat diese App ja relativ lang gedauert im internationalen Vergleich. Sehen Sie das auch so, die Krise als Chance im Bereich Digitalisierung? Also ich glaube, man muss zwei Teile trennen. Die Krise hat uns gezeigt, dass viele digitale Formate möglich sind, wo wir uns bisher mit analogen Formaten beholfen haben, bis hin zum Reisen. Also ich denke, selbst in der Post-Corona-Zeit wird der eine oder andere von uns oder die eine oder andere von uns überlegen, ob es wirklich immer das Meeting sein muss, zu dem man anreist, die eine Stunde, in der man sich trifft, oder ob dies nicht auch mit digitalen Formaten geht. Das Thema App als Beispiel eines der digitalen Formate ist für mich deshalb was anderes, weil wir die hätten eigentlich schon früher haben sollen, müssen, können. Da gibt es technische Themen, warum es nicht schneller gegangen ist. Da gibt es aber eine in Deutschland sehr gewohnte Diskussion, die ich mit einem Satz des Chefs der Charité, des früheren Chefs der Charité zusammenfasse, der mal in einem Vortrag gesagt hat, in Deutschland geht Datenschutz über Patientenschutz. Und das hat uns auch ein bisschen Zeit gekostet. Am Freitag ist ja Digitaltag in Deutschland. Wie groß sehen Sie den Nachholbedarf? Wenn man ihn nach Segmenten unterteilt, und das müsste man tun, um die Frage valide zu beantworten, dann würde ich mal mit öffentlicher Verwaltung beginnen und sagen, Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist in Deutschland mit Verlaub nach wie vor ein Drama. Und dieses Drama haben wir relativ hautnah auch jetzt erlebt. Also während viele Unternehmen
weiter arbeitsfähig sind, trotzdem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit bzw. zu Hause arbeiten, Teil eben in Kurzarbeit, mhm, aus der Produktion, aus dem aktiven Arbeiten rausgenommen, der andere Teil in Homeoffice, war das natürlich zu großen Teilen bei Behörden nicht möglich. Ich stecke privat in zwei Baugenehmigungsverfahren im Moment. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären durchaus willig, aber die Akten sind halt im Papier auf dem Amt. Und da geht mit Homeoffice relativ wenig. Mhm. Herr Professor Leben, die Pandemie, die hat unser Leben verändert, schon jetzt. Wie war das in der Vergangenheit? Auch da gab es ja schon einige Pandemien, die Pest zum Beispiel, die spanische Grippe, um jetzt nur mal zwei zu nennen. Was ist der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied im Verhalten der Menschheit mit so einer Krise in der Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart? Also wir haben in der Tat in der Geschichte eine Vielzahl von Pandemien. Man könnte fast sagen, die Pandemie ist der Normalzustand. Und dass uns das heute so ungewohnt vorkommt, das könnte man als optische Täuschung bezeichnen. Also noch einmal, Pandemien hat es immer gegeben. Und es hat sie auch immer in einer Zeit gegeben, in der Form, die zu dieser Zeit auch passt. Ich will das ganz kurz erläutern. Im Mittelalter haben wir eng gebaute Städte, unhygienisch, die Leute leben mit ihren Nutztieren zusammen. Da hat sich die Pest verbreitet, also eine Nagetierkrankheit. Wir haben heute das Paradigma, also die beispielhafte Pest, in Anführungszeichen die Seuche, die sich viral verbreitet, eine über Tröpfchen, über persönlich ansteckende Krankheit. Mit anderen Worten, wir haben in jeder Epoche, haben wir medizinisch betrachtet eine typische Seuche. Und dann haben wir, wie Sie richtig sagen, auch spezifische Reaktionsformen. Wir haben in der Vormoderne Reaktionen, die wir auch heute finden. Also etwa die Abschließungsmaßnahmen, die Quarantäne nach außen, aber auch die Quarantäne nach innen, die Distanzierung. Das sind alles Maßnahmen der frühen Neuzeit, die in der Auseinandersetzung mit Seuchen in der frühen Neuzeit, damit ist das 16. Jahrhundert gemeint, entwickelt wurden. Also wir sehen da auch eine Art Lernprozess, aber man greift immer wieder auf Elemente zurück, die uralt sind. Mhm. Seit Mitte März beeinflusst jetzt Corona unseren Alltag. Der Lockdown hat alle getroffen. Viele sagen, naja, waren diese Maßnahmen nicht vielleicht etwas übertrieben? Man muss festhalten, wenn wir gleich darüber diskutieren, sie haben gewirkt. Also Deutschland hat Corona im Griff. Und trotzdem ist es auch so, der Preis war natürlich hoch, gerade wenn man die wirtschaftlichen Schäden anschaut. Rezession, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit steigt, Export sinkt. Würden Sie sagen, Herr Professor Kempf, die Politik hat überreagiert? Nein, das würde ich nicht sagen, habe ich auch bisher nicht gesagt. Ich glaube, es war richtig, eine sehr konsequente Shutdown-Entscheidung zu treffen, zu dem Zeitpunkt, wo sie in Deutschland getroffen wurde und wo jetzt nun wirklich niemand wusste, wie damit umgehen. Da könnte man jetzt eine Diskussion entfachen, hätte man dies bei besserer Kenntnis historischer Vorgänge nicht wissen können, hätte man nicht besser vorbereitet sein können. Sie wissen, es gibt im Nachgang von SARS einen großen Expertenvorschlag, wie man sich für eine nächste Pandemie vorbereiten könnte. Die haben wir alle nicht so genau gelesen oder die meisten von uns. Also diese Diskussion könnte man führen. Fazit aus meiner Sicht ist aber, zu der Zeit war die Shutdown-Entscheidung richtig. Was mich stört, immer gestört hat und heute, wir haben jetzt 15 oder 16 Wochen nach Beginn des Shutdowns, immer noch stört, ist, dass wir die ersten 3-4 Wochen nicht so genutzt haben, wie wir sie hätten nutzen könnten. Dass unsere Datenlage zum Verstehen, zum Erfassen der Grundmechanismen dieser Pandemie, dieser Ausbreitung nach wie vor völlig unzureichend ist. Das ist das, was mich stört. Und da muss man dann natürlich schon sehen, dass das einzelne Maßnahmen in einem sehr kritischen Licht erscheinen, wenn wir denn dann endlich mal eine valide Zahlenbasis darüber haben, wie sich dieses Virus verbreitet, mit welcher Geschwindigkeit, an welchen Schwerpunkten. Neue Untersuchung aus Italien, angeblich randomisiert. Ich habe bisher also zufällig ausgewählte Personen, 10.000 Personen in der Stichprobe, hat nach Medienmeldung ergeben, dass 57% Antikörper haben. Das würde heißen, wenn die wirklich mathematisch, statistisch sauber gemacht wurde, was mir nicht zusteht anzuzweifeln, ich habe es nur im Original noch nie gesehen, dann würde es heißen, dass in Bergamo 57% aller Menschen bereits infiziert sind. Bergamo ist die härtest getroffenste Stadt, aber trotzdem waren nie 57% hospitalisiert.
Also es wäre natürlich schon hochinteressant, solche Zahlen für Deutschland zu haben. Wir haben im Moment, wenn ich es richtig weiß, 2 solche randomisierte Studien laufen. Die Studienergebnisse werden erst in 3-4 Wochen vorliegen. Das halte ich für etwas problematisch. Mhm. Sie werden schon ein bisschen unruhig. Sehen Sie es anders? Sie meinen, was die Angemessenheit der Maßnahmen geht. Also um das ähnlich wie Herr Kempf zu beantworten, der Erfolg der Maßnahmen im medizinischen Kontext gibt uns ja recht, dass die Eindämmung, um die handelt es sich ja, die Eindämmung ist höchstwahrscheinlich eine Folge der strikten Abschließungsmaßnahmen. Da sind die Experten wohl einer Meinung. Ich sehe das auch so. Man muss natürlich trotzdem fragen, was liegt hier eigentlich als Mechanismus zugrunde? Ich erwähnte ja, das ist die Methode des 16. Jahrhunderts, die Abschließung. Mhm. Aber also, dass man, meinetwegen, dort hat man Schiffe gelagert, die Menschen in Quarantäne gelassen und heute und hat macht man in den Städten ähnlich. Hat man die Häuser, wo die Pestkranken waren, zugenagelt und die Leute nicht mehr rausgelassen oder in so Pestspitäler gebracht, nicht. Aber im übertragenen Sinne haben wir das auch gemacht. Das ist das eine. Aber wir haben etwas anderes gemacht. Wir haben von vornherein gesagt, wir bauen eine medizinische Abwehrlinie. Das hat man in der frühen Neuzeit gar nicht gekonnt, weil man keine Medizin hatte. Wir haben gesagt, in Europa, in der Welt, wir verteidigen das sozusagen medizinisch. Mhm. Wir sind darauf eingerichtet oder wir fordern, darauf eingerichtet zu sein, jeden Fall medizinisch behandeln zu können. Das setzte dann allerdings in Gang einen Mechanismus. Alle anderen Krankheiten werden marginalisiert und auch für eine Zeit tut man so, als wenn es die gar nicht gäbe. Wir konzentrieren uns nur auf diese eine Krankheit und darauf einmal sozusagen diese Abwehr hat funktioniert. Allerdings um einen sehr hohen Preis. Der ist nicht nur wirtschaftlich, der heißt auch, dass wir andere Krankheiten, auch sehr wichtige Krankheiten, auch sehr gefährliche Krankheiten, aus dem Blick verloren haben. Das muss man auch sehen. Und ich würde auch sagen, das muss man auch kommunizieren. Und das wird ja auch öffentlich auch diskutiert. Ist sehr wichtig. Das heißt, Ihrer Ansicht nach, wie hätte die Politik besser entscheiden können? Na, die Politik konnte nicht anders entscheiden. Und vielleicht wundert man sich auch, dass weltweit so entschieden wurde. Und die Antwort ist ganz einfach. Es gibt von der WHO eine Art Pandemiewarnung. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist ein Instrument. Das heißt dann Public Health Emergency of International Concern. Und das heißt also eine Warnung vor einem medizinischen Notfall für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit im internationalen Maßstab. Und diese Warnung ist am 30. Januar 2020 ergangen. Das heißt, von da an ist Alarmstimmung und dann mussten die Regierungen so handeln, wie sie gehandelt haben. Man könnte sagen, diese Politik war alternativlos auf eine Weise. Fakt ist, es wurde ja so entschieden und jetzt ist es so und jetzt müssen wir mit den Auswirkungen leben. Was glauben Sie, welche Schäden erwarten uns noch, Herr Professor Kempf, und wie lange ziehen die sich auch noch in die Zukunft? Es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, unsere Kinder werden es noch bezahlen im Jahr 2060. Also wenn man in dem Zusammenhang von dem Wort Schäden spricht, dann muss man natürlich immer aufpassen, dass nicht der Eindruck erweckt wird, man würde jetzt wirtschaftlichen Schaden in irgendeiner Form aufrechnen gegen Menschenleben. Also darum ist mir schon auch bei der Diskussion ganz wichtig zu betonen, dieser Shutdown, solange wir nicht genau wussten, wie damit umgehen, war richtig, weil das erste und wichtigste Ziel zu dem Zeitpunkt war, das systemische Risiko zu begrenzen, das darin bestand, unser Gesundheitssystem kann damit nicht fertig werden. Das haben wir, glaube ich, hervorragend geschafft in der Lage. Ich fand das Beispiel von Herrn Lehmann so gut über die Art der Abschottungsmaßnahmen. Komme dann gleich auf die konkrete Antwort Ihrer Frage. War es im Sinne dieses Shutdown richtig, nationale Grenzen zu schließen? Oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, zu überlegen, wo sind denn Hotspots? Wo können sich Hotspots entwickeln? Warum entwickeln sie sich? Also regionaler zu denken. Abzuschließen. Das Virus kennt keine nationalen Grenzen. Dem Virus ist völlig egal, ob es von Österreich nach Deutschland übers große deutsche Eck oder übers kleine deutsche Eck kommt. Also es macht keinen Sinn, hier irgendwelche unterschiedlichen Grenzschließungen zu machen. Der wirtschaftliche Schaden ist immens. Wir gehen in Deutschland davon aus, wir als BDI, und wir sind noch die optimistischsten im Konzert, dass wir in dem Jahr eine Reduktion des Bruttoinlandsprodukts von ungefähr 6,5% haben. Wenn ich persönlich, da will ich meine Volkswirte nicht korrigieren, nach draußen gucke und sehe, dass es nicht nur an Kaufkraft und Investitionskraft fehlt, sondern dass es ganz massiv an Kauflust und Investitionslust fehlt,
Also nicht mal Männer haben jetzt mehr Lust, mit einer Maske vor dem Gesicht sich eine Jeans zu kaufen. Das ist hochdramatisch. Ja? Und Männer haben in aller Regel bei der Gefahr der Verallgemeinerung ein ganz anderes Einkaufsverhalten als Frauen. Dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, das wird nicht wiederkommen, nur weil es irgendwann Juli oder August ist. Es gibt bei Fashion, wahrscheinlich bei Mode, auch keinen Rebound-Effekt. Also ich werde mir jetzt nicht ein Frühjahrs- und Sommer-T-Shirt kaufen, weil es Winter wird, aber weil es immer noch im Regal liegt. Also da müssen wir uns im Klaren sein, das wird eher mehr. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an dieses staatliche Füllhorn gewöhnen, das erstens mal nicht unendlich zur Verfügung steht und zweitens natürlich eine völlig andere Wirtschaftsordnung provoziert als die, die mir eigentlich sehr gut gefällt, nämlich die der sozialen Marktwirtschaft. Wie sind denn die Menschen in der Vergangenheit dann damit umgegangen, mit den Auswirkungen? Ich meine, damals war natürlich ganz andere Zeit, ganz andere Staatsformen, aber gibt es da auch Parallelen? Hat man da eher regionaler gedacht, eher globaler gedacht? Wie ja, ich finde den Gedanken, in den Geschichtsbüchern, den Sie und eben Herr Kempf auch geäußert haben, diese Regionalisierung hat ja zwei Aspekte. Wir können in der Pest, ich sage jetzt mal Pest als Sammelbegriff für Seuchen in der frühen Neuzeit, immer wieder feststellen, dass es zur Abschließung kommt, auch von dem, was wir heute nationale Grenzen nennen würden. Also Städte schließen sich ab, aber auch Länder, Landschaften, Königreiche, ja, also die Staaten. Und dummerweise, das muss man wirklich sagen, haben wir leider jetzt auch in dieser Krise in Europa diese Abschließung der innereuropäischen Grenzen gesehen. Und das war, hinterher ist man immer klüger, aber das hätte man verhindern sollen. Da gebe ich Ihnen recht, das war ein großer Fehler, weil es auch ein symbolisches Signal war, ein Signal war, nämlich, jetzt macht wieder jeder, was er für richtig hält. Italien haben wir nicht ganz im Stich gelassen, aber wer hat dort die Lieferung gebracht? China und Russland und die Deutschen. Ja, das war ganz schlecht, ganz ungut. Und insofern, diese Regionalisierung haben wir auch in der frühen Neuzeit. Also man kann auch sagen, diese wirklich schweren Pestepidemien, da ging es ja um riesige, auch demografische Verluste, aber auch psychologisch haben die zu einer Regionalisierung geführt. Also die Gefahr, dass auch Corona und die Krise jetzt zu einer Abschließung von Ländern führen und auch von neuen Gegensätzen, die ist vorhanden. Da muss man sehr gut aufpassen. Und man könnte sagen, jetzt Europa, Frau von der Leyen und ihr Stab, die arbeiten schon dagegen. Das ist ein gutes Signal. Aber es ist auch was falsch gemacht worden. Da muss man jetzt, das muss korrigiert werden. Worin sehen Sie die größte Gefahr, dass man so diese Globalisierung jetzt wieder ein bisschen reduziert und vielleicht einfach ja auch aus einer Angst heraus lokaler denkt, Produktionsstätten verlegt, das ganze Konzept einfach noch mal überdenkt, auch gerade im Hinblick auf Industriezweige? Ich glaube, wenn man es analysiert, muss man zwei Effekte unterscheiden. Auf der einen Seite so eine Reaktion aus dem Affekt heraus. Nationale Grenzen zumachen. Jetzt müssen wir alles wieder zurückholen. Also als Reaktion auf das, was passiert ist, Autonomie und Autarkie anzustreben. Da kann ich gleich sagen, das könnt ihr vergessen. Das wird nicht gehen. Also man stelle sich mal ein beliebtes deutsches Mittelklasse-Auto vor, das nur noch aus deutschen Teilen besteht. Das fährt nicht mehr viel. Man könnte sich eine umgekehrte Vorstellung machen und sagen, alle Teile sind aus Deutschland. Und dann kann man ein Preisschild hinhängen, wie teuer es dann werden würde. Auch blöd. Also das wird nicht gehen. Anderer Aspekt, und das sage ich selbstkritisch auch in Richtung Industrie und Wirtschaft. Wir haben vermutlich in den letzten 10, 15 Jahren wegen der scheinbar unendlich freien Verfügbarkeit von Logistik- und Wertschöpfungsketten das eine oder andere Mal diese Ketten ausschließlich aus kostenoptimierenden Gründen so gewählt. Und das ist natürlich ganz kräftig uns vor die Füße gefallen. Würde man aber ein bisschen die Wirtschaftsgeschichte zurückblicken, der ehrbare Kaufmann wusste schon, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen darf. Er hat es anders ausgedrückt. Als moderner Kaufmann hat er eben von Dual Sourcing, also von zwei oder mehr Einkaufsquellen gesprochen. Das haben wir das eine oder andere Mal wohl vergessen. Unsere Reaktion darauf, und da komme ich auf das zurück, was er eben gesagt hat, war natürlich, schien irgendwo nachvollziehbar, aber genauso falsch.
Also es fiel in Deutschland eine Reaktion, anfangs öffentlich groß beklatscht. Wir liefern keine medizinischen Schutzgüter mehr ins Ausland, sondern behalten die selber. Herr Leven hat es gesagt, das war ein Fiasko. Ja, also selbst meine Kollegen aus europäischen Ländern, aus der Wirtschaft, haben dafür überhaupt kein Verständnis. Und aus medizinischer Sicht, da bin ich nicht der Fachmann, habe ich dafür auch keine, aus wirtschaftlicher und sozialer sowieso nicht. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie man denn jetzt die Wirtschaft wieder in Schwung bringen könnte, welche Maßnahmen da alle zusammengreifen werden sollten, würde ich gerne noch das Thema Verschwörungstheorien aufgreifen. Menschen, die in einer Krise sind, suchen gerne einen Schuldigen. Das gab es auch hier bei uns. Also in Nürnberg, in Erlangen gab es Demonstrationen, bei denen auch sogenannte Verschwörungstheoretiker ihrem Unmut Luft gemacht haben. Ist das eine Entwicklung, Herr Professor Leben, die man sich auch anhand der Geschichtsbücher herleiten kann? Ja, man kann feststellen, dass die Verschwörung, oder besser gesagt der Verschwörungsgedanke, der Glaube an Verschwörung, gehört zur solchen Geschichte untrennbar dazu. Und zwar in allen Epochen und Kulturen finden wir immer wieder die Vorstellung, dass eine Minderheit oder eine bestimmte Gruppe, sei es eine Minderheit wie im Mittelalter die Juden, auch hier in Nürnberg, Stichwort Brunnenvergiftung, Vorwurf der Brunnenvergiftung als vermeintliche Ursache der Pest, dass man so eine Gruppe beschuldigte und dann auch grausam behandelte. Oder eine andere Gruppe im 19. Jahrhundert während der Cholera in Europa hat man geglaubt, die Apotheker, wohlgemerkt, die Apotheker vergiften das arme Volk und hat dann Apotheker gelyncht. Also es gibt in jeder Epoche leider diese Gerüchte und sie haben immer so eine, ich nenne das eine Funken Plausibilität. Sie sind immer so ein bisschen angeschlossen an die zeitgeistlichen Vorstellungen, wie eine Seuche entsteht. Ja? Heute wissen die Leute, eine Seuche entsteht durch Viren. Also glaubt man, dass man irgendwelche Laboratorien oder sonstige Finsterleute, die die Möglichkeit haben, solche Viren herzustellen und freizusetzen, dass die dahinter stecken. Nicht? Im Mittelalter hat man geglaubt, da ist Gift im Spiel, weil die Pest war auch so eine Art Vergiftung. Also ist die Vorstellung Brunnenvergiftung. Also ist es immer so ein kleiner Anker in der Realität vorhanden. Und deshalb wird man auch immer in jeder ferneren Epoche immer wieder Verschwörungstheorien haben. Damit muss man leben. Aber wie haben die sich denn früher verbreitet? Ich meine, heutzutage geschieht das alles rasend schnell über Social Media. Wie war das dann früher? Mund zu Mund Propaganda? Naja, im 14. Jahrhundert war der Waren- und Nachrichtenverkehr etwas langsamer, aber es gab Handelswege und es gab Berittene oder sonst wie. Also natürlich ging das langsam, aber man kann sich gut vorstellen, dass innerhalb von Wochen und wenigen Monaten ganz Mitteleuropa von diesem Gerücht der Brunnenvergiftung, der jüdischen Brunnenvergiftung durchzogen wurde. Also das war technisch kein Problem, wenn man es so sieht. Ja? Heute geht alles viel schneller, aber der Unterschied ist nur in der Geschwindigkeit, nicht in dem dahinterstehenden Zeitgeist, ja, das ist also, da sind wir keinen Schritt über das Mittelalter hinausgekommen. Keinen Schritt. Erschreckend, sowas zu hören. Wie, Sie lernen ja auch an der Uni, sind da mit Studenten in Kontakt. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn so eine Meinung, so eine Theorie an Sie herangetragen wird? Naja, jetzt hoffe ich natürlich für uns alle, die wir irgendwo an Hochschulen lehren, dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, dass die wir dort vor uns haben, nicht ganz so anfällig dafür sind. Gleichzeitig merke ich, es passiert mir auch im privaten Umfeld, dass Leute, die ich bis vorgestern noch für vernünftig gehalten habe, plötzlich empfänglich sind für solche Theorien. Wobei ich mir nicht anmaße, den Maßstab dafür zu legen, was ist vernünftig, was ist unvernünftig. Nur was mich an solchen Diskussionen häufig stört, ist, wir haben klassische Medien. Die haben ein relativ ausgefuchstes Qualitätskontrollsystem. Ja, wir wissen, auch das greift nicht immer. Das ist ähnlich wie im produzierenden Unternehmen. Da greift das Qualitätskontrollsystem auch nicht immer, obwohl wir es haben. Darauf könnten wir vertrauen. Im Moment habe ich das Gefühl, das Vertrauen in klassische, qualitätskontrollierte Medien wird eher geringer. Aber der Glaube, dass was dran sein könnte an überhaupt nicht qualitätskontrollierten Medien, also an vieles, was über Social-Media-Kanäle, was ein Peter Wurzelprumpft oder wie immer er heißt, den ich überhaupt nicht kenne, publiziert,
der scheint zu steigen. Und da muss ich jetzt passen, da bin ich nicht der Fachmann, da braucht man einen Historiker oder einen Soziologen oder einen Psychologen. Ja. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nur mit teils offenem Mund sehen. Und wir versuchen, und wir jetzt als Wirtschaftsorganisation, auch ich ad personam, dagegen zu wirken. Aber ich weiß, und das könnte man wieder vermutlich eher historisch erklären, dass in solchen Situationen Vernunft wohl eher weniger hilft. Was man offenbar adressieren muss, ist das Bauchgefühl, die Imagination der Menschen. Da sind die Wirtschaftler natürlich nicht die allerbesten drin. Wie sehen Sie das, der Blick in die Vergangenheit? Hat sich die Menschheit dann gar nicht so viel weiterentwickelt in diesem Glauben, dass man da einfach, ja, vielleicht psychologisch können wir es jetzt nicht klären heute, aber einfach was sucht, um sich das möglichst einfach zu erklären, weil es ja doch eine angstmachende Situation ist. Ganz recht. Also so ein Ereignis, so ein Großereignis löst das Bedürfnis aus, einen Sinn darin zu sehen. Und es reicht vielen Menschen nicht, das als Schicksal hinzunehmen, als übles Schicksal unter diesen Umständen auch, sondern man möchte irgendeinen Sinn sehen. Den hat man in früheren Jahrhunderten, ja, Jahrtausenden auch in der Religion gefunden, nicht? Da hat man sehr oft solche Heimsuchungen, Pest, Seuche, als Schickung des Himmels gesehen, Strafe einer Gottheit für Sünde, aber auch als Prüfung der Gläubigen. Und das hat eine Art Sinnstiftung bewirkt. Diese Art von Sinnstiftung ist in der Moderne, in unserer Zeit, nicht mehr wirklich existent. So weit würde ich gehen. Und deshalb brechen sich dann andere Versuche, wenn man so, könnte sagen, so Art verwilderte metaphysische Erklärungsversuche brechen sich Bahn. Und noch einmal, da wir uns ja mental nicht wirklich weiterentwickeln als Menschen, sondern nur in der technischen Entwicklung ein Fortschritt, ein deutlicher Fortschritt zu sehen ist, wäre ich da nicht allzu optimistisch. Also wir müssen damit leben, aufklären, darüber sprechen, aber man kann sich nicht die Hoffnung machen, dass wir unvernünftige Gedanken in Zukunft ausschalten können. Und wir sollten das auch nicht versuchen. Warum nicht? Weil es dazu führen würde, dass wir eine Art Normierung haben, was man denken darf und was man schon nicht mehr denken darf. Mhm. Denn die Grenze zu ziehen ist ja nicht immer ganz einfach. Vielleicht kennen Sie das Buch von Juli C., Corpus Delicti, nicht? Da geht es ja um ist eine Dystopie, 2011 erschienen, mit großem Erfolg, jetzt wieder sehr aktuell, so einen Staat, wo, da heißt eine Talkshow, was alle denken, nicht? Und da wird dann nur noch das gesagt, was alle denken. Also man muss auch Pluralismus zulassen. Und ich denke, das können wir aushalten. Damit sind wir gut gefahren bisher. Also nutzen wir die Stärke. Aber es fällt einem schon schwer, wenn Sie vorhin gesagt haben, auch Menschen, die Sie dachten, denkt nie so, kommt auf einmal damit an, ist empfänglich. Erschreckt Sie das, wenn Sie sehen, es war schon immer so und es hat sich auch nicht geändert? Und im Gegenteil, vielleicht verschlimmert es auch noch durch die Social Media, durch die schnelleren Informationswege, die es momentan gibt. Es erschreckt mich, ja. Und zwar insbesondere dann, wo es nicht nur sich manifestiert in einem ich glaube etwas anderes oder ich vermute, da steckt was völlig anderes dahinter, sondern wo es dann auch umschlägt in Aktion und Aktionismus. Denken Sie an Themen wie Impfgegnerschaft oder solche Dinge. Da wird es dann schwierig. Wenn jemand das nur denkt und er denkt anders als ich, so what? Mhm. Ich bin im Übrigen völlig der Meinung von Herrn Leben. Wir müssen das zulassen. Wir müssen versuchen, im Vorfeld zu begrenzen, dass allzu viele es machen. Mhm. Aber der andere Alternativweg, zu sagen, wir geben jetzt mal vor, was alle als Wahrheit zu akzeptieren haben. Da gibt es ja ein paar Länder auf der Welt, die diesem Beispiel folgen. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, also das, wenn ich wählen darf, nehme ich lieber die unseren, die dann Angst haben vor den Kondensstreifen da oben und welche Fantasien da noch mitspielen. Mhm. Trotzdem erschreckt es mich immer dann, wenn es in Radikalität umschlägt. Und Radikalität beginnt nicht erst bei Taten, sondern beginnt schon auch bei Worten. Also wer sich durchs Netz bewegt. Und Homeoffice-bedingt hatte ich sehr viel Gelegenheit, mich durchs Netz zu bewegen in den letzten Wochen. Da gibt es ja etliches, was mich erschreckt, ganz offen. Ja. Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen. Wie
Kann es Deutschland schaffen, jetzt die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, diese Konsequenzen, die da drohen, ein bisschen abzumildern? Lohnt da auch vielleicht ein Blick in die Geschichtsbücher? Der lohnt immer, weil Geschichte ist ja das von der Vergangenheit, was uns gegenwärtig interessiert. Nicht? Das ist so eine ganz einfache Definition. Es ist nicht nur vergangen, sondern es geht uns ja auch an. Wir können also schauen, gibt es da Erfahrungswerte nach großen Pandemien? Ist es da irgendwie, hat sich da was geändert in der Einstellung, im Verhalten, in der Kauflust? Nicht? Das sind interessante Fragen. Aber ich möchte sogar etwas grundsätzlicher beginnen mit der Einstellung der Menschen, zu der Seuche selbst. Also mit dem, wir erleben ja gerade so eine Art Ansteckungsgedanken als Leitprinzip. Nicht? Der Mensch wird dazu erzogen, im Augenblick den Mitmenschen als potenziell ansteckend zu betrachten. Das ist sozusagen auch Politik und weltweit. Und es hat sich ja auch schon bewährt. Allerdings sollte man im Auge behalten, dass man so eine Grundhaltung ja auch als eine Art antisoziale Tendenz auch auffassen kann. Denn man sollte doch hoffen, dass in Zukunft diese Grundhaltung, Vorsicht, der Mitmensch ist potenziell gefährlich, Abstand, dass das wieder weggeht. Nicht? Also daran dann denke ich als Historiker, ob wir da nicht in gewisser Weise in Gefahr stehen, so eine Art Tendenz zu verstärken, die dann auch bequeme Ausreden dafür liefert, dass man sich seinen Mitmenschen nicht mehr zuwenden soll, muss oder gar darf, weil es ist ja potenziell gefährlich. Nicht? Die wirtschaftliche Seite ist ungeheuer wichtig, weil da hängt alles von ab. Auch das funktionierende Gesundheitssystem hängt nur von der Wirtschaft ab, primär. Also das ist sehr wichtig, aber diese mentale Ausgangslage der Bevölkerung uns und von uns allen ist auch sehr wichtig. Was befürchten Sie da konkret, was passieren könnte, wenn dieser Abstand länger dauert als notwendig? Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass so eine gewisse Segregation der Gesellschaft stattfindet. Damit ist gemeint, dass sich bestimmte Gruppen, Schichten oder Interessen auf ihre Gruppe zurückziehen und sagen, wir schließen uns ab, wir müssen uns ja abschließen, weil wir sollen ja auch nicht mehr so viel Kontakt haben, weil das ist ja potenziell ansteckend. Weil der Ansteckungsgedanke, der im Augenblick herrscht, bezieht sich jetzt ja scheinbar nur auf eine einzige Krankheit. Es gibt aber viele Krankheiten, die ansteckend sind und auch bei uns verbreitet sind. Also mit anderen Worten, Corona wird bald vorbei sein, davon bin ich überzeugt. Aber ist auch der Ansteckungsgedanke dann weiterhin so dominant oder wird er wieder ein wenig eingehegt und man sagt, naja, wir haben das jetzt gut überstanden und wir haben auch viele Impfungen gegen viele ansteckende Krankheiten. Es wird auch wieder eine neue Pandemie geben. Diese viralen Pandemien werden kommen, auch weiterhin kommen. Wir haben da vielleicht auch was gelernt aus Corona. Ja? Also der Historiker ist kein guter Prophet, aber es ist alles möglich. Man muss daran denken, die Geschichte lehrt uns nicht, was wir tun sollen. Sie zeigt uns nur, womit wir rechnen müssen. Und wir müssen mit allem rechnen. Was macht Sie so sicher? Sie haben gerade gesagt, Corona wird bald vorbei sein. Nun, die einmalig konzentrierten Anstrengungen weltweit sind ja schon mal ein Zeichen dafür. Man kümmert sich innerhalb von wenigen Tagen hatte man das Genom des Erregers. Das ist fantastisch. Man hat angefangen zu experimentieren mit Heilversuchen, mit Impfstrategien und man ist da schon recht weit. Also das ist da kann man die Uhr nachstellen. Man kann jetzt nicht sagen in 5 Monaten oder in 7, aber in absehbarer Zeit wird man eine Impfung haben. Und auch mögliche Therapien, also antivirale Therapien, Virostatika und so weiter, all das wird es geben. Also das ist absehbar, da muss man kein großer Fantast sein. Ja? Aber die prinzipielle Gefahr einer viralen Pandemie, die werden wir nicht überstanden haben, wenn wir jetzt Corona hinter uns haben, sondern wir müssen auch mit einer nächsten, anderen Pandemie rechnen, die auch wieder aus ähnlichen Umständen folgen wird. Denn das ist ja offensichtlich, diese Krankheiten kommen ja aus einer Art von Umgang mit der Natur, ohne dass ich da irgendeinen Strafgedanken jetzt konstruiere, die Natur straft uns. Nein, es ist ganz einfach. Wir arbeiten uns da in Regenwälder rein, wo auch bestimmte Tiere hausen, also so Fledermäuse, die beherbergen noch mehrere hundert Viren. Da muss man gucken, dass man in diesen ökologischen Systemen etwas vorsichtiger wird. Nicht? Das ist ganz wichtig. Das ist ein globales Problem.
Jetzt muss die Wirtschaft wieder in Schwung kommen, das ist Fakt. Wie schaffen wir es denn, damit Männer wieder Lust haben, shoppen zu gehen und hier so im Kleinen gesehen einfach da mal wieder der Einzelhandel zum Beispiel auch angekurbelt wird als ganz kleine Maßnahme? Aber Sie haben es vorhin schon gesagt, das hängt ja auch von den Menschen ab und von der Kauflust. Wie kann die denn gefördert werden? Da kann der Staat ja nicht Konjunkturpakete ausschütten und es funktioniert, außer er verschenkt Geld. Ja, also die wichtigste Erkenntnis, die kommt nicht von mir, die ist uralt. Wirtschaft ist zum größten Teil Psychologie. Und das gilt für den Endverbraucher genauso wie für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere zum Beispiel mittelständische Unternehmer. Also wir hatten zum Beispiel lange Diskussionen mit der Politik über das Konjunkturpaket, das ich in grosso modo für perfekt finde. Wir haben aber eine sehr intensive Diskussion auch in der Öffentlichkeit geführt über die Nebenbedingungen der Beteiligung des Bundes an dem Unternehmen Lufthansa. Ich kann die Diskussion nachvollziehen. Mhm. Ich sage nur, diese Diskussion, die da geführt wurde von der Politik, die ist Gift für die Inanspruchnahme des Konjunkturprogramms durch Mittelständler. Denn der Mittelständler wird wie folgt reagieren. Bevor irgendjemand vom Staat mir da reinredet, verzichte ich auf das Geld. Mhm. Und ich stoppe meine ganzen Investitionen. Unabhängigkeit ist für den mittelständischen Unternehmer und die mittelständische Unternehmerin weit wichtiger als die Wohlfahrtshöhe von gestern. Mhm. Diese Diskussion war brandgefährlich. Also ich kann und mag nicht zählen, wie oft ich die mit Vertretern der Politik geführt habe, die ganz anders argumentiert haben, was man auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Wenn ich 25% Beteiligungskapital reinschieße, will ich mitreden. Mhm. Das ist nicht unlogisch, aber es ist für die Menge falsch. Und diese einzelnen Widersprüche müssen wir peu à peu auflösen. Ich fange beim aus meiner Sicht einfacheren an. Wenn wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Sicherheit geben, dass eine Kurzarbeitsgeldregelung, die ein ganz wesentliches Traginstrument dafür ist, um diese Krise zu bewältigen, dass die verlängert werden kann, wenn wir sie verlängern müssen, dann ist das wichtig. Dann wird Ihnen das ein Stück weit das Signal geben, ich muss nicht mit Verlust meines Arbeitsplatzes rechnen. Ich muss mich vielleicht einschränken gegenüber dem Niveau früher, je nachdem. Aber ich muss nicht mit Totalverlust meines Arbeitsplatzes rechnen. Gleichzeitig müssen wir aber in der Wirtschaft auch ehrlich sein. Soziale Marktwirtschaft heißt auch, die weniger Leistungsfähigen müssen zugunsten der Leistungsfähigeren ausscheiden. Also wir sollten uns auch davor hüten, jetzt zu glauben, wenn der Staat einfach nur oft genug in seine Tasche greift, ich weiß im Übrigen gar nicht, wo er das viele Geld her hat, dann würden alle gleich überleben können. Da sage ich, das funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur mit einer Wirtschaftsform, die ich für Deutschland nicht möchte, die uns auch nicht groß und bedeutend gemacht hat. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es Unternehmen auch in Zukunft noch geben wird, die im Prinzip Corona nicht überleben werden? Ja, trotz Hilfsmaßnahmen? Das wird so sein und die Karten müssen wir uns auch ganz offen legen. Wichtig ist nur, dass wir genauso viel Energie dafür aufwenden, die leistungsfähigen Unternehmen, die jetzt wirklich nur, die vorher leistungsfähig waren, die im Übrigen auch leistungsfähig gewesen wären, wenn die Zinsen dort gewesen wären, wo wir sie jahrzehntelang hatten. Mhm. Und nicht vielleicht diejenigen, die nur leistungsfähig waren die letzten 5 Jahre, weil wir praktisch eine Nullzinspolitik hatten. Das müssen wir feiner differenzieren. Und dann müssen wir den Menschen wieder die Kraft geben, dass sie die Lust entwickeln, zu kaufen, zu konsumieren, sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir dürfen nicht mutlos machen. Also mein Vergleich, den ich anstelle, der ist sicherlich etwas drastisch. Aber die Generation meiner Eltern hat nach dem Krieg sicherlich noch schlechtere Bedingungen vorgefunden. Aus anderem Grund. Mhm. Ja, das waren völlig andere Gründe. Aber die Ausgangsbedingungen waren noch schlechter. Wenn die alles niedergelegt hätten und gesagt hätten, es ist alles kaputt, es lohnt gar nicht mehr aufzubauen, dann würden wir hier nicht sitzen und darüber diskutieren, was wir heute machen müssen. Also da sollten wir uns ab und zu dran erinnern, obwohl ich mich jetzt auf gefährliches Terrain begebe, weil ich eben im Gegensatz zu Leben kein Historiker bin, sondern das nur aus dem Geschichtsunterricht kenne. Aber ich würde das bestätigen, nicht? Also solche Katastrophen
können ja auch Innovationen fördern. Das sieht man auch im Blick auf die Epidemien. Da gibt es immer mal wieder auch Innovationsschübe. Und mit solchen ist ja auch nach dieser Corona zu rechnen. Wir haben ja schon davon gesprochen, Digitalisierung, das wird sicher einen Aufschwung nehmen. Aber die Kosten werden sehr hoch sein, das haben wir auch, da sind wir uns auch einig. Und ich würde grundsätzlich sagen, man sollte nüchtern bleiben und keine Moral Panic, also keine Panik verbreiten. Das schien mir in der Reaktion manchmal ein wenig doch spürbar zu sein, dass das sehr moralisiert wurde in der Auseinandersetzung mit der Krise. Nicht? Aber man soll nüchtern bleiben. Mein Motto ist, 1 Gramm Gehirnmasse ersetzt 100 Liter Sterilium. Leute, bleibt auf dem Teppich, denkt nach und bleibt nüchtern. Das können wir uns jetzt gut merken. Der BDI, der schlägt ja auch noch 66 andere Maßnahmen vor, außer jetzt Geld auszuschütten, mit Geld Unternehmen zu helfen. Es gibt eine Reihe an Maßnahmen, die auch sehr wirkungsvoll sein können, ohne gleich die große monetäre Kiste auszupacken. Können Sie uns ein paar davon skizzieren und uns teilhaben lassen an diesen Ideen? Ja, also wenn ich mich jetzt auf jene konzentriere, die nicht primär monetäre Voraussetzungen haben, dann komme ich auf ein Thema zurück, das wir schon gestreift haben, Verwaltungsvereinfachung. Mhm. Auch durch Digitalisierung, aber nicht nur durch Digitalisierung. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn jemand einen genehmigten Bauantrag hat, da ist alles genehmigt, der Keller, das Haus, die Grünfläche, die Entwässerung. Und dann muss er in manchen Gegenden Deutschlands, ich sage jetzt nicht wo, weil sonst darf ich da nie wieder hinziehen, dann muss er in manchen Gegenden Deutschlands noch einen extra Entwässerungsplan einreichen bei den Stadtwerken, die für die Entwässerung zuständig sind, obwohl längst eine Entwässerung drin liegt. Mhm. Und den muss er aber auch noch in Papier machen und dreifach. Dann sage ich, wisst ihr was, Leute, ich glaube, da hätte ich eine Vereinfachung. Ich bin, weil ich so begeisterter Fan des estnischen Systems bin, estnischer E-Citizen. Das kann man sein, ohne Este zu sein. Ich kann jetzt hier mit meinem Smartphone ein Auto in Estland zulassen, rechtsgültig zulassen, mir ein Kennzeichen anfertigen lassen und mit dem in Estland zugelassenen Auto durch die Gegend fahren. Jetzt überlegen Sie das mal, wie die Zulassung eines Autos in Deutschland vor sich geht. Oder um es zu steigern, wie die in Berlin vor sich geht und wie sie in Zeiten von Corona vor sich ging. Wir hatten erlebt, dass einige Wochen lang einige Zulassungsstellen gar nicht geöffnet waren. Mhm. Ja, wir hatten sogar erlebt, dass eine Woche lang die technischen Überwachungsvereine keine Kfz-Prüfungen gemacht haben. Ich musste da zufällig mit meinem Auto dorthin und habe mich gefragt, ob jetzt mein Auto möglicherweise auch schon ansteckend ist, weil die vor meinem Auto mehr Angst haben als vor mir. Mhm. Also das sind Dinge, die hätten wir auch ohne Corona-Krise schon tun können. Aber jetzt hat uns die Krise aufgezeigt, wenn wir dies konsequent angehen, dann können wir ganz viel erreichen, bis hin zu Themen, die unmittelbar mit Digitalisierung zu tun haben. Jeder von uns hat erlebt, dass Videokonferenzen gut funktionieren, dort, wo sie Verbindung haben. Wenn sie irgendwo wohnen oder irgendwo ihr Büro haben, wo die Verbindung nicht gut ist, dann war es eben nichts mit der Videokonferenz. Mhm. Also ich hatte eine Videokonferenz im Wanderurlaub in der Schwäbischen Alb, das war ein echtes Erlebnis. Ich fuhr am Vortag mit dem Auto 2 Stunden durch die Gegend, um einen Waldparkplatz zu finden, wo ich ausreichend Empfang für eine Videokonferenz habe. Da sage ich jetzt mal sehr vorsichtig und diplomatisch, das ist eines Landes wie Deutschland im 21. Jahrhundert nicht ganz würdig. Und da könnte man ganz viel machen, um für die Zukunft, vielleicht sogar für eine nächste uns überraschend treffende Epidemie, deutlich besser gerüstet zu sein. Vor allen Dingen, wir könnten viel tun, um viel effizienter zu sein, Wirtschaft schneller wieder ans Laufen zu bringen, denken Sie, und damit will ich dann für den Teil ausschließen, an das Thema Baubeschleunigungsverfahren, da meine ich jetzt nicht meine Projekte, sondern öffentlichen Bau, was wir da in Deutschland veranstalten, ist ein Witz. Ja? Also
wenn wir uns wenigstens vornehmen würden, so schnell zu werden wie die Österreicher. Dann hätten wir schon ungefähr den Faktor 5 gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. In Österreich gehen öffentliche Bauvorhaben im Schnitt 5-mal so schnell wie bei uns, weil wir die ganze Zeit im Planen vertun. Und Planen heißt ja nicht zeichnen, sondern die juristischen Verfahren, die die Planung begleiten. Also da hätte ich jetzt doch den Appell, dass wir alle zusammenhelfen, uns dies künftig zu ersparen. Ein wunderbares Schlusswort. Wir werden schneller als die Österreicher und wir verbrauchen weniger Sterilium und dafür mehr unser Gehirn. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, Herr Professor Leven, Herr Professor Kempf, für diese illustre, wunderbar aufschlussreiche Diskussionsrunde. Vielen Dank Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie zugeschaut haben und bleiben Sie uns treu. Bis bald.